Let's say I'm hiring a salesperson to close high-ticket deals and they're talking. Ich lese jetzt wirklich vor von einem Tweet, den ich gerade hier vor mir habe. Your family's royalty, Dad, Dusty Rhodes. I have a question. What's your question? What do you guys want for Christmas? Podcasts sind aus unserer Gesellschaft inzwischen nicht mehr wegzudenken. Auf dem Weg zur Arbeit, beim Haushalt, zum Einschlafen oder beim wohlverdienten Schaumbad. Das Langzeitmedium schleicht sich überall in unseren Alltag. Und das Angebot inzwischen ist enorm. Von den riesigen Podcasts der Stars über themenbasierte Fandoms bis hin zu den kleinsten Nischen, für jeden ist etwas dabei. Und die Welt der Pokémon bleibt da natürlich nicht verschont. Wer schon einmal die Begriffe Pokémon und Podcast in eine Suchleiste eingegeben hat, wird wahrscheinlich auf den wohl bekanntesten deutschen Pokémon-Podcast gestoßen sein. Miaut's genau. Ich habe mich mit dessen Creator Domi zusammengesetzt und ihn so richtig ausgequetscht. Denn ich bin immer super neugierig, wie die Leute zu ihrer Leidenschaft gekommen sind oder auch wie der Tag eines Podcasters aussieht. Und vor allem, wie hat er es geschafft, den Erzähler des Pokémon-Animes in seinen Podcast zu bekommen? Wie ich ihn kennengelernt habe oder ihn das erste Mal, also kennengelernt ist das falsche Wort, ihn das erste Mal getroffen habe, ist auch so kurios, denn das fand in Kassel statt. Am Pissoir. Michael Schwarzmeier habe ich das erste Mal die am Stimme Pissoir kenne ich. Nach 2 Stunden mit ihm im Discord kann ich euch eines jetzt schon sicher sagen. Miaut's genau, der deutsche Pokémon-Podcast, wird mit einer ganz, ganz wichtigen Zutat gebraut. Der Liebe zu Pokémon. Ich liebe diesen ganzen Mist, den ich hier mache. Wirklich. Ich liebe das wirklich so sehr. Ihr könnt das komplette 2-stündige Interview ungeschnitten auf meinem Patreon anschauen. Es hat nicht alles in dieses Video reingepasst. Es hat mega viel Spaß gemacht, mit ihm über Pokémon und Podcasting zu quatschen. Den Plot-Twist habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich wollte eigentlich mich jetzt gerade darüber auslassen, dass der Anime inzwischen Latias und Latios sagt. Und am Ende musste ich auch noch kurz sein Wissen über Pokémon testen. Gott bewahre, was ist das denn? Domi startete seinen Pokémon-Podcast in 2018. Die Liebe zum Medium hat er aber viel früher entdeckt. Zur Schule musste er damals weit pendeln und wie die meisten es ihm wahrscheinlich nachmachen, was gibt es Besseres, als auf dem Weg Podcasts zu hören? In seiner Ausbildung zum Grafikdesigner hat er sich auch sofort auf die Projekte gestürzt, die das Langzeitmedium beinhalteten. So wuchs und wuchs die Leidenschaft, bis er eben in 2018 nicht mehr nur für seinen Job Podcasts produzieren wollte, sondern zusätzlich auch seine eigenen Projekte. Und über welches Thema war sofort klar? Neben dem Podcast als Medium liebe ich Pokémon. Ich liebe kann man ja sehen an dem ganzen Quatsch hinter mir. Also ich liebe diesen ganzen Kram bei Pokémon einfach. Also natürlich, es ist Nostalgie. So, das wird dir auch jeder erzählen, Nostalgie, dies, das. Aber ich finde, bei Pokémon geht auch viel darüber hinaus, weil Pokémon ist ein Franchise, was dazu neigt, Bedeutungen zu präsentieren. Also sei es jetzt durch Geschichten im Competitive, sei es jetzt durch spannende Geschichten der Illustrationen, durch irgendwelche coolen familientauglichen Filme im Anime, durch Lore, über die man spekuliert in den Spielen oder durch Shiny Hunts, die ganz andere Geschichten ergeben. Also Pokémon ist rappelvoll von Bedeutung und so facettenreich wie kein Franchise. Und ich glaube, das ist die Quintessenz, die mich an Pokémon fasziniert und die Leidenschaft, die mich neben dem Podcast-Medium umtreibt. Fun Fact, ohne Pokémon wäre ich gar nicht in diese Medienschiene geraten. Meine ersten Sachen am Computer, die ich damals gemacht habe, auf dem Windows 98, ich glaube, es war 98, waren in Paint und da habe ich Pokémon-Sprites aus der 3. Generation bearbeitet und so zusammengestellt. Und so hat das bei mir angefangen und das hat mich so gecatcht, dass ich unbedingt Mediengestalter werden wollte. Der Name des Podcasts, Miaut's genau, stand auch von Anfang an fest. Und mein kleines Gehirn dachte immer, dass das einfach nur, naja, der bekannte Slogan, die bekannte Catchphrase von Mauzi von Team Rocket ist. Aber es ist so viel mehr. Ein Podcast, ein Pokémon-Podcast vermittelt zwischen den Menschen und der Pokémon-Perspektive. Wer tut das auch? Wo finden wir das auch? Oh, bei Mauzi von Team Rocket ist ja auch oft ein Katalysator für die gegenseitige Verständigung. Und dann war der Sprung nicht weit zu Miaut's genau, als Catchphrase. Also es ging halt wirklich sehr stark um die Bedeutungsebene. Wer sich schon mal mit Pokémon auseinandergesetzt hat, weiß, das Franchise hat so viele verschiedene Sparten. Spiele, Anime, Karten, Kämpfe, Merch, Filme und. Egal was für ein Pokémon-Fan man also ist, jeder findet hier Folgen, die einen interessieren. Sei es, dass Domi mit Gästen Anime-Folgen analysiert, er Interviews mit Synchronschauspielern führt oder er alleine über seine Projekte in Form eines Tagebuchs redet.
Ich selber durfte auch schon zu Gast in einer seiner News-Folgen sein, in der er mit seinem Gast über die Pokémon-Neuigkeiten der letzten Wochen redet. Das allein ist etwas, das nicht jeder einfach mal so aus dem Ärmel schüttelt. Die Recherche für News in der Pokémon-Community kann oft sehr tückisch sein. Ich hab dich Leak, du hast mich Leak, wir alle haben uns Leak. Ich bin großer Fan von allen möglichen Leaks, die sich auf Dinge aus der Vergangenheit beziehen. Space World Demo, ja. Richtig, richtig cool, die verworfenen Pokémon Designs. Aber alle möglichen Leute, Akteure, Institutionen, ich will bewusst jetzt niemanden nennen, die da auf Twitter und Co. Mit Leaks hausieren gehen über angebliche Dinge, die in Produktion sind. Forget it. Also so viel Mist, so viel Bullshit, der da unterwegs ist. Das sind Leute, die einfach nur das Kapitalismus-Game durchspielen wollen mit der wahren Aufmerksamkeit. Nicht weniger, nicht mehr. Das heißt, du gehst den Sachen aktiv aus dem Weg, beziehungsweise du aktiv berichtest du nicht über solche Sachen, wo für dich nicht klar ist, ob das echt ist. Genau, genau. Das ist auch eine gewisse Sorgfaltspflicht, die ich da in dem Produkt des Podcasts sehe. Damit will ich jetzt auch gar nicht das schlecht reden, wenn Creator da sich aktiv reinwerfen und da aktiv drüber berichten, weil da ist ja natürlich auch ein Reiz hinter, so diese Gerüchteküche, oh, was steckt dahinter, die Spekulation, das ist ein emotionales Thema halt auch, wo man auch so ein bisschen diese Mystifizierung von Pokémon halt noch weiter hat, ne? Die Schulhofgerüchte gab es ja damals auch, das gab es bei Pokémon immer, dieses Rätselraten, ne? Also es hat schon seine Daseinsberechtigung, aber ich betrachte Miauts genau eher als ein journalistisches Produkt in der Perspektive, ja, halt auch zumindest so gut ich kann, als Einzelperson eine gewisse Sorgfaltspflicht zu haben. Bist du schon mal auf irgendwas reingefallen? Ja. Wo du dann später dachtest, ah, hätte ich nicht drüber reden sollen, es ist nicht ansatzweise real. Da hat jemand ein Musikstück komponiert, was wäre, wenn Professor Eich eine eigene Encounter-Theme hätte. Und das habe ich irgendwie unterbewusst kombiniert mit diesem Glitch, den es in der ersten Generation gibt. Dass du gegen ihn kämpfen kannst und so. Genau, und da habe ich dann erzählt in der Podcast-Folge, dass Professor Eich sogar eine eigene Kampfmelodie habe, Melodie hat. Aber Professor Eich sogar eine eigene Kampfmelodie hat. Ja, genau. Und das ist, und sowas ärgert mich. Und die Tatsache, dass ich mich daran immer noch erinnere, spricht auch Bände, dass mich sowas wirklich fertig macht. Ich will das nicht. Ich will, dass das Produkt des Podcasts so gut ist wie möglich und so fehlerfrei wie möglich, also inhaltlich vor allem. Ne? Ja, daran sieht man, wie sehr du daran hängst, also wie sehr das dein Leidenschaftsprojekt ist, wenn dich sowas, weil es ist ja wirklich nicht schlimm. Mann, keiner, ich sag dir, keiner, der die Folge gehört hat, denkt sich, oh, der ist so ein Arsch, der hat gelogen. Ja, aber vielleicht denken sich Leute, die die Folge gehört haben, ah, cool, Professor, ich hatte auch eine eigene. Und dann erzählen sie es weiter. Genau, und dann bin ich die Quelle für Falschinformationen. Und das macht mich malig. Verstehe ich. Heute in 2024 steht der Podcast bei stolzen 138 Folgen, wobei jede Folge mindestens 90 Minuten lang ist. Die längste Podcast-Session, die ich bisher hatte. Willst du mal raten? Mach mal ein kleines Spiel. Es ist wahrscheinlich mehr, aber ich sage jetzt 3 Stunden. Mehr. 5 Stunden. Mehr. Was? Ich glaube, das waren insgesamt ein bisschen mehr als 8 Stunden, haben wir gesprochen über diesen fürchterlichen Mewtwo CGI Remake-Film, Seite an Seite verglichen mit, okay, was passiert analog dazu im Original? So, liebe Grüße an meinen Co-Host Nopi, da in dieser Podcast-Episode. Der hat auch lange durchgehalten. Oh mein Gott, 8 Stunden. Mich als YouTuber interessiert dann immer sofort, wie viel Klicks macht dieses Projekt dann eigentlich? Weil auf YouTube, ne, wenn man drunter guckt, man sieht immer sofort, ah, so viel Klicks hat das Video, so viel Likes hat dieser Post, so viel sehen die Leute das auf Twitter und. Überall sieht man anhand der Zahl, wie erfolgreich denn dieser Content ist. Bei Podcasts ist das tatsächlich nicht so meistens. Da wird diese Zahl uns der Allgemeinheit nicht ausgespielt, was vielleicht auch besser so ist. Aber ich musste dann doch nachfragen. Tangiere das immer so in so einem 30-Tage-Zyklus, also in einem Monat erreichen Podcast-Folgen in einem Pokémon-Hype bis zu 20.000, 30.000 Hörerinnen und Hörer. Genau. Und aktuell ist so eine kleine Flaute. Ich habe mal geschaut, der Durchschnitt im. Ah, warte mal. In der aktuell großen Flaute-Phase ist. Ja, 10.000, 13.000 Abrufe. Episode. Also Miauts genau ist reichweitentechnisch ein Mittelklasse-Podcast. Ne? Also
mit fest und flauschig oder mit gemischtes Hack und so weiter, da kann man natürlich nicht mithalten. Ne? Die machen Abrufe in Millionengröße. Die Klicks bei manchen Podcasts können astronomisch hoch sein. Vor allem von den kleinen Clips, die aus einer stundenlangen Folge rausgeschnitten werden. In den Zeiten von TikTok und Co. können sich diese Clips rasend schnell verbreiten und so ganz organisch den Podcast an sich vermarkten. Domi möchte und kann sich aber den Mehraufwand von Video nicht machen. Sein Podcast ist komplett audio-only. Und ich kann das auch verstehen. In dem Interview habe ich immer mehr das Gefühl gekriegt, dass einfach Domi sowas von Oldschool-Podcast-Leidenschaft in sich hat. Es hört sich so paradox an, weil das gerade im Vergleich zu YouTube und so, ne, man hat kein Bild. Aber gerade, glaube ich, diese Fokussiertheit auf das Audiomedium sorgt dafür, dass man, wenn man will, in diesem Format unfassbar stark eskalieren kann, unfassbar stark im Audioformat Geschichten erzählen kann, Formate erfinden kann und so weiter. Es ist, du merkst, ich komme vom Hundertsten ins Tausendste. Bei ist das super. Findest du dein Mediengestalter-Ausbildung-Dasein und so hilft dir? Glaubst du, viele Leute nehmen das positiv auf, deine Skills in diesem Bereich? Generell ja. Ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt in der Wahrnehmung nach außen. Also du hattest ja auch den Auftritt von der Website oder die Transfergrafik erwähnt und so weiter und so geht es halt einigen Leuten auch. Aber ich glaube, bei vielen, die halt nicht, wie du jetzt zum Beispiel aus der Branche ebenfalls kommen, findet das eher unterhalb der aktiven Bewusstseinsgrenze statt. Also das ist, das wird dann auch als, das Projekt hat einen eher seriöseren Auftritt als selbstverständlich wahrgenommen. Die Website zeigt uns im Detail, was Domi alles an Arbeit reinsteckt. So kann man sich dort eine super Übersicht zu den Transfermöglichkeiten in den Pokémon-Spielen ansehen. Eine Grafik, die ich selber mir sehr oft anschaue und auch in eigenen Videos schon benutzen durfte. Oder sein fettes Hörspielprojekt, in dem er Geschichten aus den Pokémon-Spielen mit etlichen Synchronschauspielern inszeniert. Oh, das Hörspiel, also ne, aktuell bin ich ja in der Produktion vom dritten Teil von Geschichten eines Champions, die seit 2022 geht, also direkt nach dem zweiten Teil habe ich mit dem dritten Teil angefangen. Super lange waren wir in der Skriptphase. Der dritte Teil wird mehr als doppelt so groß wie der zweite. Es ist wirklich crazy. Es sind 50 Sprecherinnen und Sprecher dabei, teilweise mit professionellem Background, teilweise Fans aus der Community. Ich will, dass ein krasses Finale wird und danach mal schauen. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich mich kapazitär mit dem Hörspiel, mit dem dritten Teil sehr an meinen Limits bewegen werde und ich brauche dann auch ordentlich Zeit, um zu regenerieren, da bin ich mir auch sicher. Ich baue auch jetzt schon Teaser ein, um in Nachfolgehörspielen dann wieder darauf zugreifen zu können und zu sagen können, ach Mensch, ein kleiner Story-Arc ergibt sich und so weiter. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie viel Liebe, Leidenschaft und vor allem Zeit Domi in seinen Podcast reinsteckt. Als ich das erste Mal seinen Podcast entdeckt hatte und reingehört habe, dachte ich mir sofort, was für eine Professionalität. Die Thumbnails, die Grafiken, die Website, die Audioqualität, die Gäste, die Themen, alles schreit nach Professionalität. Das ist verdammt viel Zeit, die man da reinstecken muss. Also wie groß ist eigentlich das ganze Team um Miauz genau herum? Nö, ich mach den ganzen Kram selber. Aber das ist halt immer, wenn ich dann Mails lese von wegen, liebes Miauzgenau-Team, dann blicke ich in den Spiegel und die beiden sehr, sehr müden Augen des gesamten Miauzgenau-Teams blicken zurück. Jetzt könnt ihr euch denken, dass das hier alles gut machbar ist, wenn man so 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden am Tag Zeit hat. Leute, der Junge macht das zusätzlich zu seinem Art-Director-Job. Vollzeit-Art-Director-Job macht er zusätzlich diesen Podcast in dieser Qualität. Ich habe ein riesengroßes Privileg im Hauptberuf, dass ich im weitesten Sinne fast 99% des Jahres im Homeoffice arbeiten kann. So. Und das ermöglicht mir halt auch relativ flexibel die Tasks auf Arbeit einzutakten, aber halt auch entsprechend flexibel dann halt auf Bedürfnisse des Podcasts zu reagieren. Gerne mal kommt es vor, dass wenn ich entsprechende Tasks für die Arbeit hinten anstelle, dann halt auch über den Tag hinweg ganz aktiv am Podcast arbeite. Oder halt auch, keine Ahnung, ganz Feierabende mir um die Ohren schlage für die Arbeit am Podcast. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht für den Podcast arbeite. Es ist ein riesengroßes Novum. Aber es stört dich mindestens nicht. Und es stört mich nicht. Die vorletzte Episode, also 137, ist eine Episode, die bei mir seit 2021 in Produktion ist. Wo ich auch wirklich Summen im dreistelligen Betrag für diese Episode
Hatte geguckt. Das ist die Episode, die sich darum um den verschollenen Helden der damaligen Pokémania dreht, den Wetten das Champion Benedikt Bier. Okay. Das Wetten das Kind. Ja. So. Und da habe ich auch eine unfassbare Recherchearbeit investiert, über Jahre hinweg Benedikt Bier zu finden. Und ich habe ihn auch gefunden tatsächlich. Er hat dann leider einem Podcast nicht zugesagt und so weiter. Aber ja, es ist unfassbar viel Mühe in diese eine Episode reingeflossen, seit 2021. Und das ist halt so ein Musterbeispiel dafür, okay, es kommen nur zwei Episoden im Monat, aber es sind halt nicht nur zwei Episoden, an denen ich produziere. Im Hintergrund läuft so viel anderer Kram. Ich meine, Hut ab. Denn in den letzten Jahren ist eine Vorgehensweise in unserer Gesellschaft sehr präsent geworden. Man versucht aus allem einen Job zu machen, was durch Social Media auch funktionieren kann. Egal welches Hobby man hat, irgendwie kann man dadurch Geld verdienen. Ich meine, selbst das Hacktour-Girl hat einen eigenen Podcast inzwischen. Aber nur weil du eine Leidenschaft für etwas hast, muss man nicht direkt einen Job draus machen. Einfach weil ich Bock habe, mache ich diesen ganzen Kram. Ich mache das null für Reichweite, ich mache das null für Geld. Ich bekomme Anfragen von irgendwelchen Werbetreibenden und so weiter, die ich dann teilweise auch höflich ablehne und so weiter, weil es dann nicht in die Richtung geht und weil ich den Podcast nicht so sehr monetarisieren möchte und so. Ich liebe einfach, meine Lebenszeit in Dinge zu investieren, die ich fühle. Mhm. So, und das ist Miauts genau. Ich bin mir sicher, dass der Podcast so beliebt bei den Zuhörern ist, da man spürt, wie Domi komplett frei an jede Folge rangeht und einfach über die Themen redet, die ihn interessieren. Ich habe vor Monaten mal wieder in die Statistiken reingeschaut und habe gesehen, dass eine Podcast-Folge, die mir besonders am Herzen lag, extrem schlecht performt hat. Und ich liebe es, auf diesen Umstand pfeifen zu können. Ich liebe es so sehr. Weil dieses Thema, was ich da behandelt habe, das ist mir wichtig. Es ist mir wichtig und ich stehe hinter dieser Folge. Und ey, wenn es nicht für jeden was ist, voll fein. Geschmäcker sind verschieden. Aber ich finde es so geil, nicht sagen zu müssen, oh, ich muss immer den Themen hinterher rennen. Ich kann das machen, was ich will. Ich war vor gut zwei Jahren, einen längeren Zeitraum, über ein paar Monate arbeitslos. War auf Arbeitssuche. Passiert in der Medienwelt auch öfter mal. Und in der Zeit hat sich natürlich auch der Gedanke aufgetan, Mensch, könnte ich meinen Podcast monetarisieren? Aber im selben Moment hat sich der Gedanke auch wieder verworfen. Nö, das ist mein Hobby. Man hat keine Verpflichtung an Marken. Man muss jetzt nicht irgendeinem Trend folgen, um Klicks zu kriegen, um seine Miete zu bezahlen. Das alles muss man nicht machen, wenn man es einfach als Hobby nimmt. Hast du trotzdem das Gefühl, dass wenn jetzt zum Beispiel Legends Saar rauskommen wird, hast du trotzdem das Gefühl, du musst eine Folge darüber machen? Also musst nämlich nicht. Du musst nicht. Starke Frage. Aber hast du das Gefühl, du musst? Sehr, sehr starke Frage. Sehr, sehr starke Frage. Und ja, da habe ich tatsächlich das Gefühl, eine Folge machen zu müssen. Und das, also gerade in dieser Phase, wo BDSP, Legends Arceus und ach zack, jetzt kommt die Karmesin-Purpur-Ankündigung, wo das alles so hintereinander kam, da habe ich halt auch richtig gemerkt, wie das meine Lebenskraft geraubt hat. Also es hat ja Spaß gemacht, es ist ja trotzdem mein Hobby und ich liebe Pokémon, ich liebe den ganzen Kram, den ich da mache und die unendlichen Stunden, die ich ins Mikrofon fasel. Aber es ist halt trotzdem so ermüdend, nur noch das machen zu müssen. Und ich habe eben das Wort müssen erwähnt, ich muss es ja nicht, aber trotzdem habe ich halt das Gefühl, schon eine gewisse Bringschuld meiner Hörerschaft zu haben, über tagesaktuelle Themen halt auch so gut es halt geht, zu sinnieren. Es ist ein positives Müssen, weil du weißt, dass Leute sich auf dich verlassen oder auf etwas warten. Content zu machen, ohne monetären Umsatz davon zu erwarten, macht das Ergebnis so viel echter, weil man sofort merkt, dass pure Leidenschaft dahinter steckt und nicht Fame oder Geld. Dieses Gefühl vermitteln heute nämlich schon zu viele Podcasts, meiner Meinung nach. Wenn man bereits einen Namen für sich gemacht hat im Netz, warum nicht auch noch einen Podcast ins Sortiment werfen? Und versteht mich nicht falsch, ich bin der Erste, der solche Podcasts anhört. Ihr wollt mir sagen, dass ein Content Creator, den ich sowieso schon verehre, auch noch einen Podcast hat, wo ich stundenlang zuhören kann, um die Meinungen und das Leben von der Person zu hören? Ey, ich bin dabei! Und so sind es auch viele, viele andere. Genau diese Podcasts regieren nämlich YouTube und TikTok zurzeit. Aber es sorgt irgendwie auch dafür, dass ich mich satt gehört habe an diesen Podcasts. Wenn Creator XY verkündet, dass er oder sie jetzt einen Podcast gründet, rolle ich erstmal mit den Augen.
Aber klar, es ist ein lukratives Geschäft und im Endeffekt machen diese Creator sich nicht so viel mehr Arbeit, da sie meistens sowieso schon super Entertainer sind und die Leute ihnen an den Lippen kleben. Aber es fühlt sich für mich einfach so übersättigt an. Eine richtige Übersättigung an Podcasts gibt es nicht. Ich finde, es kann nie zu viele Podcasts geben. Und das, was die Leute wahrnehmen an Übersättigung von Podcasts, ist eigentlich etwas anderes. Wenn du zu deinen Freunden gehst und sagst, oh, ich will einen Podcast starten, und dann kann es passieren, dass du die Resonanz bekommst, oh ja, gibt es nicht schon so viele Podcasts. Aber wenn du dasselbe tust mit dem Medium Buch, wird dir tendenziell eher weniger entgegengeworfen, Mensch, es gibt doch schon so viele Bücher, warum schreibst du denn noch ein Buch? Hä? Guter Punkt, ja. So. Und genauso verhält sich es dann auch mit Filmen. Ne? Warum werden denn immer noch Filme produziert? Es gibt doch schon so viele, hä? So. Und genauso ist es eigentlich mit Podcasts im Kern auch. Und ich glaube aber trotzdem, dass diese Übersättigung und dieses Übersättigungsgefühl von Podcasts trotzdem legitim ist, aber eigentlich etwas anderes ist und die Leute nicht genau wissen, was sie da eigentlich empfinden. Diese Podcast-Wellen, diese Podcast-Hypes, die haben unfassbar viele Leute in die Podcast-Szene gebracht, die nicht für das Medium und nicht für die Themen ihren Content machen, sondern für das Produzieren selbst, für die Positionierung von sich selbst als Stars. So, und ich glaube, ne, gerade das Medium des Laber-Podcasts. Okay, wir hocken uns hin, wir beide machen einen Laber-Podcast über Gott und die Welt. Gerade diese Nische, diese Sparte, diese Kategorie an Podcasts hat da sehr stark drunter gelitten, weil das natürlich ein gefundenes Fressen ist, wo viele Leute eine Anlaufstelle sehen, um sich ja erstmal in der Podcast-Szene zu probieren, zumindest zu behaupten. Es ist eine Immersion, die geschaffen wird, eine zusätzliche Immersion, wenn man dann seinem liebsten Content-Creator folgt und da noch weitere Interna bekommt aus seinem Privatleben und Anekdoten und so weiter. Und hat da auch seinen Reiz, aber gerade diese Laberformate über Gott und die Welt reden und kein festes Thema haben, das ist der übersättigte Bereich. Schauen wir uns nochmal die Website an. Unter Caster finden wir neben vielen Content-Creatern, zum Beispiel diesem Trottel hier, auch die Stimmen von Mauzi, Jesse, Ash Ketchum und vielen mehr. Wie kommt man an solche Gäste? Wie lädt man sich die Synchronstimmen unserer Kindheit in den eigenen Podcast ein? Also es gibt zwei Antworten darauf. Die erste ist, dass ich auch wahnsinnig privilegiert bin durch meinen Background in den Medien und dadurch bereits gewisse Kontakte entstehen. In die Synchronszene hatte ich zum Beispiel Kontakt durch meine Arbeit für die DVD- und Blu-ray-Produktion, wo ich dann Bonus-Features gefilmt habe auf Conventions. So, und da kam dann eins zum anderen und der nächste zum nächsten und so weiter. Und letzten Endes sind die Medien wie so ein kleines Dorf. In der Realität, im Podcast, ist es halt aber auch so, dass das halt quasi nur so ein Einstiegspunkt war und ich in Wirklichkeit auch wahnsinnig viele Leute angefragt habe, zu denen ich gar keine Berührungspunkte hatte. Und da einfach eine nette, freundliche E-Mail rübergeschickt habe. Und ich glaube, das ist das Rätsels Lösung und die Antwort darauf. Eine gewisse Leichtigkeit in Dingen auch zuzulassen, hat mir geholfen. Zu sagen, okay, ich schicke da jetzt eine Anfrage hin und ich bin nicht eingeschüchtert durch die Größe oder durch die Reichweite oder den großen Namen oder die Bekanntheit, sondern das ist ein Mensch. Ich schreibe da jetzt eine Mail an einen Menschen, den ich wirklich einfach thematisch, inhaltlich spannend finde. So, und genauso ist es mit den Co-Hosts. Also alle Co-Hosts, die ich anschreibe, schreibe ich nicht an wegen irgendwie Reichweite oder Größe oder sonst was, sondern weil ich die Person einfach dahinter richtig cool finde und spannend finde. Oder sage, oh mein Gott, das ist ein richtig cooler Match für dieses spezielle Format. So, wie cool wäre das denn? Also diese thematische Auseinandersetzung mit der Person dahinter, einer Person oder einem Synchronsprecher auch bei einer Interviewanfrage zu vermitteln, ich bin wirklich daran interessiert, deinen Geschichten zu lauschen. Und ich meine, das Interview mit Felix Meyer, dem Sprecher von Ash, das ging über 3 Stunden. Mhm. So, wir haben gequatscht und gequatscht und gequatscht und gequatscht. Und es war einfach geil. Und Felix Meyer, der hat auch danach mir geschrieben, ey, das war so ein tolles Interview, oh mein Gott. Der wäre am liebsten nochmal in den Mauzi-Ballon gestiegen. Die einfach Antwort ist wieder die man natürlich sich denkt, du schreibst die Leute einfach nett an. Und meistens, würdest du sagen, meistens klappt es einfach. Ja, genau. Ich hatte natürlich auch Personen, ohne da jetzt Namen zu nennen, die nicht erstmal mit einer positiven Resonanz geantwortet haben, sondern erstmal auch
ganz offen mit ihrem eigenen Zweifel umgegangen sind und gesagt haben, oh, ja, finde ich toll, deine Anfrage, aber bist du denn sicher, dass ich interessant genug bin für den Miauzgenau-Podcast? So. Also auch genau diese Gedanken, die uns alle umtreiben, die umtreiben natürlich auch Menschen, die halt einen eher bekannteren Namen haben. Und da ist es halt auch, glaube ich, als Erfolgsrezept auch empathisch auf die Menschen einzugehen. Also wenn jemand sagt, dass er Zweifel hat, ob er oder sie interessant genug ist für einen Podcast, dann ist das eine Einladung der Person, also die Person virtuell an die Hand zu nehmen und zu sagen, du bist sehr interessant, deine Geschichten sind cool, ich habe richtig Bock auf dich, du bist ein richtig, richtig, richtig tolles Kerlchen, richtig tolles. So, und jetzt bitte deine Top 10 von besten Gästen, die du jemals eingeladen hast, go. Nein, hast du irgendeine verrückte Geschichte von irgendeinem Gast, den du mal eingeladen hast, wie du ihn eingeladen hast oder irgendwas, was passiert ist, fällt dir irgendwas ein? Michael Schwarzmeier hat in den, ich glaube, oh, lass mich nicht lügen, ersten 12 oder ersten 14, eins von beiden stimmt, Staffeln vom Pokémon-Anime den Erzähler gesprochen. Ah, okay, klar. Genau, und später hinten raus auch noch Giovanni, ne, im Pokémon-Anime. Wie ich ihn kennengelernt habe oder ihn das erste Mal, also kennengelernt ist das falsche Wort, ihn das erste Mal getroffen habe, ist auch so kurios, denn das fand in Kassel statt, am Pissoir. Michael Schwarzmeier habe ich das erste Mal am Pissoir in Kassel. Ist auch so, ne, da war ich auf einer Convention für Filmgeschichten, die Stargäste sind da, Bonus-Features-Film und so weiter und so fort, ne, für die Verlage. Und Michael Schwarzmeier, mit dem hatte ich auch noch später noch hinten raus ein Interview. Aber das Erste, was ich von Michael Schwarzmeier gesehen habe, war seine Präsenz am Pissoir. 2 Stunden Talk im Discord mit Domi hat mir wirklich gezeigt, wie bodenständig und leidenschaftlich er ist. Und ich muss mir selber da eine fette, fette Scheibe von abschneiden. Wenn ihr auch Content Creator seid, jetzt Pokémon oder nicht, vollkommen egal, dann versucht euch immer wieder daran zu erinnern, warum macht ihr das eigentlich? Und hoffentlich ist die allererste Antwort, weil es euch einfach Spaß macht, weil es einfach Bock macht, weil ihr euren kreativen Output einfach Leuten zeigen wollt. Deswegen hat es mich auch null überrascht, als ich Domi noch einmal am Ende gefragt habe, hast du einen Plan für deinen Podcast in 5 Jahren? Wie sieht der aus? Und ich, so wie ich das jetzt die ganze Zeit gehört habe, wird es genau so sein wie eh und je. Denn du bist so glücklich damit, was du machst. Ich liebe diesen ganzen Mist, den ich hier mache. Wirklich. Ich liebe das wirklich so sehr. Von den Transfergrafiken, diesen kleinen Mini-Baustellen bis hin zu den Podcast-Episoden selbst. Ich hoffe, dass ich in 5 Jahren, mein Kopf ist voller Ideen. Ich habe lauter Ideen. Ich hoffe, dass in 5 Jahren ich viele von diesen Ideen, die ich noch umsetzen möchte, halt auch noch umsetzen kann. Den Podcast mache ich wahrscheinlich eh, bis ich irgendwann unter der Erde liege. Ich sage das mal ganz, ganz zynisch. Und was ich auch gerne machen möchte, ist mehr auch in die Richtung gehen, Geschichten, die nur in Japan verfügbar sind, in den deutschsprachigen Raum zu bringen. Es gibt zum Beispiel eine kleine Kurzgeschichte, so ein kleines Pixie-Büchlein, mit so einer Kurzgeschichte aus Karmesin und Purpur mit Nemila und einer guten Freundin. Und da in dieser Kurzgeschichte werden so ein paar offene Fragen geklärt, die auch Karmesin Purpur nicht erzählt. Und das möchte ich gerne als ein, nicht Hörspiel, aber Hörbuch dann gerne vertonen. Vielleicht mit so ein paar verteilten Rollen und so weiter. Also nicht mit mir als Sprecher, sondern mit den Leuten, die das auch vernünftig können. Und dann habe ich dann noch die Spin-Offs. Miauzgenau abgetaucht und es ist wirklich crazy. Aber ich lieb's. Wie gesagt, ne, das hört sich so jetzt, es gibt etwas Kostbareres in meinen Augen als Geld. Ne, viele Leute denken sich, ja, aber mach das doch für Geld und so weiter. Aber für mich ist das Kostbarste einfach Zeit. Lebenszeit. Das mit jedem Tag, der vergeht, ist dieser Tag weg. Und ich finde das einfach so erfüllend, Tage damit zu verbringen, Dinge zu machen, die ich liebe. Und das ist die Quintessenz von Miauzgenau. Ich hoffe, euch hat dieses Interview/Doku gefallen. Ich ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Checkt auf jeden Fall Domis Podcast aus. Miauzgenau, der deutsche Pokémon-Podcast. Checkt ihn aus. Er ist wirklich, wenn ihr Pokémon-Fan seid, ist was für euch dabei und es ist Pflicht, da auf jeden Fall mindestens reinzuhören. Links natürlich in der Beschreibung. Wie gesagt, ihr findet das komplette 2-stündige Interview mit Domi auf meinem Patreon. Könnt ihr euch dort anschauen. Es hat einfach nicht alles in das Video natürlich reingepasst. Oder das sind übrigens Leute, die ich auch richtig gerne im Podcast interviewen würde. Die Pokémon-Namen erfunden haben.
Da gibt es einige, die halt auch nicht mehr bei Nintendo und Co. arbeiten. Wer ist verantwortlich für den grandiosen Namen Schlurp? Gebt ihn mir, ich möchte mit ihm Kleinstein. Reden. Kleinstein. Taubsi. Dieses Video soll Teil einer Reihe sein. Also ich habe vor, noch mehr Content-Creator aus der Pokémon-Community einzuladen, weil ich mich einfach interessiert, wie manche Leute behind the scenes arbeiten. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt von interessanten Persönlichkeiten in unserer Pokémon-Welt, dann in die Kommentare damit, schlagt sie mir euch vor. Ich habe schon ein paar im Kopf, aber schadet nie auch noch, eure Meinung zu hören. Danke an meine Patrons, die mich eben so fett unterstützen. Ich hoffe, ihr schaut euch das komplette Interview an und findet es cool. Aber vor allem Shoutout an Kühner, Redface, Teasy, Daniela, Butters, Jonas, Devilbee, JGamer, Robin, Superphil, Mika, Schrick, Majora, Menemon, Azrael, Mariko, Itako, Danuba, ich muss scrollen, Captain Krawall, JJ, Maverick, Marco Bryan, Hamke, der Fast Guy, Eva, Delprani und Henriette. Vielen, vielen Dank euch für die Unterstützung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.